Auch Schleswig-Holstein will die Verkehrswende. Weniger Verbrenner auf der Straße, dafür mehr E-Mobilität, besserer ÖPNV und mehr Radverkehr. So haben es Grüne und CDU vereinbart. Für all das braucht man natürlich Straßen. Wir haben ja ein großes Programm, das 90 Millionen Landesstraßensanierungsprogramm. Das finden wir auch als Grüne total richtig, dass wir sagen, wir setzen auf Erhalt statt Neubau. Wir wollen, dass die Straßen in einem guten Zustand sind. Dafür zuständig ist der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Noch. Denn hier kommt der wichtigste Baustein der schwarz-grünen Verkehrswende. Im Koalitionsvertrag steht: Aus dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr wird der Landesbetrieb Verkehr. Bam! Einfach ein großes und ein kleines Wort streichen, schon weg. Fertig ist die Verkehrswende. Bitteschön. Wäre mir ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Straßenbau ist weg. Ist es nur das Wort, oder die? Ja. Nee. Tut mir leid, das finde ich völlig Quatsch. Da wollen Sie den Straßenbau rausnehmen, ne? Da soll jemand anders für verantwortlich sein? Nee, das jetzt nicht, wie der frühere Verkehrsminister durch eine kleine Anfrage herausbekommt. Ich habe tatsächlich ganz konkret gefragt, welche Veränderung des Aufgabenbereichs soll mit der Umbenennung einhergehen? Antwort: derzeit keine. Es wird weiter Straßenbau geben, aber nicht mehr im Namen der für den Straßenbau zuständigen Behörde. Auf diesen genialen klimapolitischen Schachzug hätte doch schon der frühere Verkehrsminister kommen können. Grünes Greenwashing der besonderen Art. Straßenbau bleibt, der Name fällt weg. Wir tun mal so, als ob es nicht mehr stattfindet. Die Wende zum Verkehr, für die gefühlte Verkehrswende. Wir wollen, dass der Landesbetrieb nachvollziehbar für alle Verkehrsmittel gleichermaßen da ist und auch das im Namen widerspiegelt. Logisch. Je weniger benannt wird, umso mehr ist gemeint. Ein wahrer Clou. Verkehr heißt ja eben ganz klar auch Straße. Das ist alles in dem Namen integriert. Verkehr heißt auch Straße. Ah ja. Nicht so viele Worte machen. Das kostet natürlich. Denn alle Schilder, alle Briefköpfe und Autoaufschriften müssen ersetzt werden. Die Landesregierung kalkuliert dafür Mehrkosten in Höhe von rund 210.000 Euro. Die sollen sich mal mit Straßenbau beschäftigen. Und nicht hier mit irgendwelchen Schildern oder Aufklebern oder Briefköpfen oder irgendwie sowas. Die müssen einfach mal sehen, was deren Aufgabe ist. Und nicht so ein Pillepalle. Pillepalle? Von wegen! Weniger Worte für mehr Geld. Gar nicht so verkehrt. Satire ist nicht einfach nur lustig. Satire muss aufregen. Satire muss zum Nachdenken anregen. Und sie muss auch mal dahin gehen, wo es unbequem ist. Und deshalb ist die ganze Folge Extra 3 nicht mehr hier, sondern ab jetzt exklusiv in voller Länge in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie schaffen das. Ich glaube fest an Sie.